So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Titan Quest. Wir sind hier wieder in den Außenbezirken. Ah ja, von Megara. Haben wir kurz ein kleines Päuschen angestrebt. So. Werde ich mal ganz jetzt kurz hier durchrennen. Kurz die killen, die uns nerven. Uns nerven ziemlich viele. Oh, da haben wir leider überkommen, das ist ja traurig. Oh, wir haben ja Zombies. Alternde Zombies. Okay, er hat angegriffen, aber er hat irgendwie nicht getroffen. Du kleines Mistvieh. Lockst dummerweise wieder alle anderen an. Gah! Kalter Jagdspeer. Wusch. Ja, jetzt wird es also sehr viele Zombies geben. Schauen wir uns die mal an. Ah, das hast du für eine Range, ey. Dass du mich erkennen konntest so schnell. So, keine Eitern, das heißt, die vergiften hier nichts. Wir gehen erstmal hier lang, auch wenn mich da ein kleiner Bogenschütze verfolgt, das macht nichts. Huch. Manchmal trifft er irgendwie nicht mit dem Skill. Er benutzt ihn zwar. Ich sehe es auch. An einem macht er auch Schaden, aber halt nur an einem. Ah ja, Skill. Wir sind ja schon wieder soweit. Intelligenz und Geschick, Leben und Energie. Einfach von Zweifeln dazu, die noch den Schaden erhöht. Bietet die Chance für Angriffe mit Bonusschaden, wenn sich gerade im Kampf befindet. Auch nicht verkehrt. Oder hier? Hier haben wir dann die mehreren Feinde gleichzeitig. Puh, das ist echt schwer. Es gibt so viele gute Skills hier. Wo man echt nicht weiß, was man nutzen soll. Genauso wie hier. Ich muss mich halt jetzt auf zwei Zweige oder auf zwei Dinger konzentrieren. Finde ich erstmal nicht so geil. Zwei Punkte hierin waren wahrscheinlich Verschwendung. Wobei, wenn wir hier später die anderen Punkte haben, ist okay. Aber den Kernbewohner hätte ich ganz gern. 650 Leben und 131 Energie kostet das. 20 Grad Angriffswinkel. Und 12 bis 21 Schaden. Naja, ob das so viel ist, weiß ich gerade nicht. Ich denke, wir werden erstmal hier weitermachen. Kann ich das hier mal verbessern auf Maximum? Ist mir bestimmt keiner böse, wa? Wenn ich das maximiere. 22 Angriffsqualität und 16 Angriffsgeschwindigkeit. Schön, schön. Schließlich habe ich ja die Waffen extra dafür angelegt. Oh, der ist ja auch vergiftet. Einen solchen Vogel. Ich hätte ganz gerne noch ein zweites Schwert. Ein schönes, starkes zweites Schwert. Hätte ich ganz gerne. Auf den Range die Bogenschütze haben, ist irre. Ringe sind hier keine Seltenheit im Vergleich zu Diablo. Ah, hab ich gerade weggestoßen. Ein alternder Zombie mit Rüstung. Und Punkte hier habe ich halt auch noch. 8 Punkte, aber ich weiß ja nicht, wofür ich das benutzen soll. Der Rundumschlag ist schon cool. Wenn er denn wirklich auch trifft. Ja, doch vergiftet, Mist.
Zombies sind immer noch besser als Zentauren. Die Feiglinge, die mal weglaufen. Die stellen sich hier wenigstens ihrem Gegner. Cool. Das Dorf mal eben ausgelöscht. Kirata-Wald. Jetzt haben wir zwei Wege. Einmal rechts, einmal links. Rechts ist eine Höhle, sehe ich schon mal. Auf der Minimap oben rechts. Also gehen wir erstmal links lang. Wobei wahrscheinlich beides sowieso in dasselbe münden wird. Oh. Ein Aiello. Die Klaue des Sturms. Harpienhelden. Ach ja, durch meinen Kampf, durch den Kampfschrein. Easy going. Sorry. 1329. Sehr hübsch, damit war der Bossgegner ziemlich schnell erledigt. Wie die einfach verschwinden, so in sich zusammenfallen. Hübsch, hübsch. Kreisch. Oh, eine Spinne. Uah. Erstmal wieder außen lang laufen. Und dann kommt der innere Teil dran. Oh, ein grüner Schild. Meine Kampfdingens ist weg. Mein Kampfschrein. So, hier ist wieder der Weg. Egal, wir gehen weiter nach außen lang. Da ist nämlich eine Brücke. Das ist ein super. Eine super Abzweigung. Eine super Grenze, ne, die man halt so sich nehmen kann. Hier bis hierhin, zack, und jetzt prüfen wir alles hier. Ein Turm. Uah. Ja, ja. Die sind leider wieder ein bisschen rageig hier, die Viecher. Wenn die immer so rötlich sind. Der Magier müsste noch am Leben sein. Nö, doch nicht. Ah, gucken wir uns gleich auch noch die Krypta da hinten an. Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Was haben wir da? Ein NPC. Die Brücke ist kaputt. Es war ein wilder Kampf. Du hättest es sehen sollen. Drei Schläge mit seinem Knüppel und die Brücke brach zusammen. Ach, ich weiß leider nicht wer. Ich hab's gerade. Ich habe mich gerade bewegt, sorry. Wir brauchen mehr Energieregeneration, hm? Was war das grüne Gang gewesen? C-lebiger verstärkter Schild. Stufe 11 dafür. Immer so eine hohe Anforderung für total nutzlosen Kram. Genauso wie dieses eine kleine Messerchen. Das könnte ich jetzt erst tragen, macht aber keinen Schaden. Arachnos. Die zaubern mich immer, oder? Oder bin ich das selber? Huch! Kommt ihr denn her? Habe ich den Teil ja noch nicht abgecheckt? Scheinbar nicht. Ganz viele Spinnen. Hm.
Gleich geht's zu der Krypta. Wahrscheinlich sind da die ganzen Viecher drin, die ich killen muss. Wie viel Gold haben wir mittlerweile eigentlich? 142.000. Ist doch ein ordentliches Sümmchen. Können wir uns sogar einen Gegenstand von craften. Mit 75.000 Gold. Ja, sieht stark danach aus, als ob es hier um was ist, was wir killen müssen. Oh. Gut, wir müssen erstmal die Kleinen killen. Bevor wir uns zum Bossgegner begeben dort. Gestunt, widerlich. Graklos, der Grablose. Der heilt sich auch enorm. Hat der Leichte oder so, Alter? Sehr abartig. Ja, mit dem Feuer kann man ein bisschen Schaden machen. Energietrank schlürfen. Das ist aber kein Held, ne? Das ist wahrscheinlich der Questgegner. Der hält ja immer ultra viel aus, ey. Meine Fresse. Alter, wie hat der sich hier jetzt bitte geheilt? Holy shit! Half-Life geheilt oder was? Ist überhaupt nicht unfair. Untoter Geist. Ich schlucke hier einfach alle meine Tränke, die ich habe. Alter Schwede, 15 Lebensentzug, ach deswegen. Eieieiei, 11 Intelligenz, Widerstand, Widerstand, Kältewiderstand. Noch ein normaler Bossgegner, Alter. Der war ein bisschen heftig. Alt Eloises. Muss ich rennen, ne? Tiefer und tiefer und tiefer. Der Bosch geht aber genug Schaden, ihr braucht jetzt nicht mehr kommen. Knochennager. Die sind okay. Gehen wir erstmal außen lang. Wir haben ja glücklicherweise eine Karte, die uns hilft. Stell dir vor, du bist echt in so einem Dungeon gefangen. Ja, da ist es schon sinnvoll, sich so eine Karte zu basteln. Ohne kommst du da sonst nicht weiter. Ohne kannst du dich gleich einsagen lassen. Ah, der Angriff ist leider nicht mehr stark genug, um sie jetzt zu one-hitten. Dein Gepäck, du ist hast voll. Keinen Platz mehr. Na komm schon. Kurz verkaufen. Oh, eine Quest. Alt Eloises? Das erinnert mich an einen alten Mythos, den man über die Ruinen erzählt. Es heißt, dort herrschten drei Brüder, drei Prinzen. Aber in ihrem Hochmut verärgerten sie den Gott Apollon. Er belegte sie mit dem Fluch, dass sie nie den Hades betreten, sondern nur als ruhelose Untote in Alt-Eloisis umherziehen dürfen. Na toll. Lassen Sie sich noch jemand. Leonidas hat dich also geschickt. Er muss alle Hände voll zu tun haben, wenn er nicht selbst kommt.
Monster laufen in ganz Griechenland amok, nicht nur in Sparta. Vielleicht kann das Orakel die Quelle hinter all diesen Angriffen töten. Na, wird doch hoffen. Das Orakel fordert ein Opfer, wenn man eine Audienz wünscht. Nimm einen Zweig vom heiligen Olivenbaum und bringe ihn zum Orakel von Delphi, dem größten aller Orakel. Könige und Tyrannen der ganzen Welt bitten um ihre Prophezeiungen. Du findest den heiligen Olivenbaum in einem Hain an der Straße nach Delphi, über dem Helikospass. Sei vorsichtig, Krieger. Ach, dir verrückst, du hast jetzt raus? Willkommen, willkommen, ein Edler mit Zufriedenheitsgarantie. Oh. Ich habe einen Beutel erhalten. Cool. Das ist ja sehr nice. Was kann ich für dich tun? Wir sind zu spät, aber naja, gut. Voll 100 Intelligenz, so viel habe ich leider nicht. Behalten wir auch mal. Das ist dann alles? Haben wir einen Karawanenhändler? Haben wir. Guten Tag! Na, Messer der Sirene ist einfach nichts, ist das. Stauern wir weiter für 100.000, lassen wir mal. Machen wir später. Tränke sollte ich genug haben. Quests keine mehr, wunderbar. Und los geht's. Auf zurück ins Portal. Gut, dass man sich ins Portal zurückporten kann. Das finde ich wirklich nice. Wäre sonst schlecht, wenn es nicht gehen würde. Und wir haben jetzt cool, wir haben jetzt eine Erweiterung vom Inventar. Sehr cool. Gefällt mir extrem gut. Warum habe ich. Also ich habe gerade bekommen, nachdem ich mit dem Typen gequatscht habe, ne? Vorher hatte ich das ja nicht. Oh. Ah, kriegen wir ein bisschen Giftschaden ab. Ist okay. So, kurz heilen. Aber wo habe ich das herbekommen? Das stand doch gerade nirgendwo, oder? Als Belohnung für die Quest? Du bist also der... Neben Aufgaben haben wir noch Megara noch zwei. Sie hatten 2500 Erfahrung, 1000 Erfahrung. Sie hatten Bonuswiderstand. Das ist eine Nebenaufgabe. Müssen wir scheinbar nicht machen. Dann muss ich später noch hin. In die zwei Räume da unten. Rumschnetzeln. Was schönes Gelbes für uns? Nö. Immer ganz die Schreiner auf, die brauchen immer so lange. Da ist auch gar nichts drin. Null. Das ist ein ziemlich langer Gang. Hier geht es wahrscheinlich lang. Oh. Na dann. Gehen wir später da lang. Gehen wir erstmal hier lang. Interessant, eine kleine Statuette, die uns angreift. So, erstmal. Oh, er hat mich verflucht. Polypas, Prinz der Klinge. Kriegst du auch wieder ziemlich viel Feuerschaden, kriegt er. Und der schöne Lebensanzug, das ist ja widerlich. Aber nicht ganz so heftig wie der andere Typ da hinten. Draußen, vor der Tür. Wie nichts gedroppt.
Tatsächlich nur Müll, ja. War es ein Held? Habe ich dafür Händlerfahrung gekriegt? Nee, ne? Dafür war er doch zu schwach. So, huch. Zusatzgepäck. Oh, ihr wohnt hier. Sag mal offen lassen, wa? Ihm wurde ein zusätzlicher Rucksack gewährt. In ihrem Gepäck finden Sie jetzt eine zusätzliche Seite. Das können Sie genauso einsetzen wie das normale Gepäck. Geil. Sehr schön. Ja. Uff, Gift. So, ein starkes Gift. Das war ein sehr gutes, starkes Gift. Natürlich sehen die mich, Alter. 2000 Kilometer entfernt. Aua, der hat auch zwei Händen, zwei Waffen. Er ist wie ich. Ein Gladius der Muskelkraft. Erfordert Geschicklichkeit 93. Hab er zwei Waffen, ne? Also zwei Schwerter. Okay. Alles gut. Wollte ich doch nicht zwei Schwerter. Ja, komm. Menon. Ah, das sind die Prinzen, die wir killen müssen. Bleib hier, du Feigling. Die drei Prinzen. Das ist der zweite, ne? Einer fehlt dann also noch. Droppt aber auch nur Müll. Aber leider nicht besser. Bedauerlich. Ding, ding. Gut, Leute, wir haben zwei Prinzen gekillt. Bleibt also nur noch einer. Den wir uns gleich reinziehen werden da hinten. Aber vorher müssen wir dann erstmal ein kleines Päuschen machen. Die Zeit ist nämlich schon wieder rum. Aber Hack and Slay ist halt immer. Zumindest für mich schnell die Zeit rum. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, sich durchzuschnetzen. Deswegen halt auch immer so mindestens 20 Minuten Pause, damit hier wirklich ein bisschen was passiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.